Hi-ho und ein herzliches Willkommen an meine lieben Strategiespielfreunde und willkommen zurück im 41. Jahrhundert. Ja, das hier ist die dritte und damit letzte Staffel von Dawn of War 2 Retribution. Ich hatte, glaube ich, die dritte Staffel schon mal angekündigt. Unsere unglaubliche Let's Fail Staffel. Denn ich habe noch eine Besonderheit vor, bevor ich mit Dawn of War 2 jetzt abschließen möchte. Da diese Staffeln ja auch relativ sporadisch gekommen sind, sollte das eigentlich nicht so viel ausmachen. Und es ist auch ein nettes, kurzes Wochenendprojekt. Aber ich labere jetzt schon wieder zu viel, wir gehen in die Kampagne. So, neue Kampagne. Prolog-Mission will ich nicht spielen, nein. So. Bis jetzt hatten wir eine Staffel mit den Tyranniden. Und mit der imperialen Armee. Orks, Space Marines und Chaos lasse ich mal außen vor. Die habe ich alle drei schon mal privat gespielt. Also ich habe bis jetzt alles gespielt, privat. Das Einzige, was ich noch nie gespielt habe, sind die Elder. Und das ist das, was wir heute tun werden. Elder spielen. Das Volk, von dem ich keine Ahnung habe. Yippie. Gut. Elder-Kampagne. Elder sind ein uraltes Alienvolk, dessen Soldaten ihr ganzes Leben damit verbringen, sich im Krieg zu messen. Viele Elder verfügen über starke psychische Fähigkeiten und können beispielsweise in die Zukunft blicken. Die Elder des Weltenschiffs Alaytok werden von der Autarchin Kylet angeführt. Yay. Fortfahren. Kampagnenname Elder ist gut. Wir starten auf normal, damit ich nicht zu sehr abluse. Und fortfahren. Es gibt eine Lösung für den Sektor. Eine Lösung, die mir nur allzu vertraut ist. Der Ordo Malleus trifft ein. Die heilige imperiale Inquisition. Ihre Schiffe tragen die Munition für den Exterminatus. Die Bereinigung aller Planeten des Sektors vom Leben. Xenos, Menschen, korrupt oder unschuldig. Deshalb habe ich eine alte Verbündete in der Inquisition kontaktiert. Adrastia von den Hexenjägern. Ihre Wege sind geheimnisvoll, denn man sagt, sie haben die Hilfe von Xenos in Anspruch genommen, als sie das Chaos bekämpften. Noch überraschender ist jedoch, dass dieses Mal eine kleine Gruppe Xenos nach ihr sucht. Das sind dann wohl wir. Und ja, das Intro ist größtenteils gleich, bis auf den Schluss. Der ist von Volk zu Volk unterschiedlich, deswegen spiele ich es auch immer wieder ab. So, dann werde ich mal gespannt, worauf wir uns hier jetzt einlassen.
In dem Fall, die erste Mission sollte nicht allzu schwierig werden. Ist ja eh immer dasselbe. Nur, dass wir dieses Mal, glaube ich, als Eldar gegen Orks kämpfen. Ork-Freibeuter. Unorganisierte Patrouillen, eher hastig als sorgfältig. Das lässt auf mindestens 80 oder 90 schließen. Ich hoffe sehr, dass dieser Mensch das alles wert ist. Wir haben bereits unsere Seher an diese Primitiven verloren. Die Stränge des Schicksals haben gesprochen. Die Prophezeiung war klar. Wir müssen diesen Abkömmling des Imperators vor den Orks erreichen. Beeilung! Wir werden Veldorans Spur folgen. Dann finden wir unterwegs vielleicht seinen Seelenstein. Ja. Ich werde bereit sein. Hier entlang. Veldorans Spur geht an diesem Bergrücken weiter. Hier klicken. Ja. Das sind die Tutorial-Sachen. Und das sind unsere beiden Helden. Unsere Autarchin. Und er sieht mir aus wie ein Ranger. Eine Ranger-Elite. Also wir haben einen Scharfschützen schon mal. Scharfschützen finde ich immer nicht schlecht. Er kann infiltrieren und Plasmagranaten werfen. Und er schießt ziemlich stark. Wird auch langsam. Ich werde die Truppen ausbilden. Kommandant, wir nehmen Schaden. Triumph. Was soll ich tun? Bis jetzt sind es aber zum Glück nur Ballerboys, die sind im weder im Nah- noch im Fernkampf uns überlegen. Ich bin wiederhergestellt. Erhebe dich, Veldoran. Deine Fähigkeiten werden noch gebraucht. Natürlich, Caleth. Dies war nur eine notwendige Finte. Aber wo ist denn Lembe? Es gibt keine weiteren Blutspuren. Sie muss entkommen sein. Dann dürfen wir nicht verweilen. Die Orks werden bestimmt wiederkommen. Du kannst nach Bedarf Feldverbesserung bekommen, aber verschwende nicht diesen Körper. Ich bin Eldar. Ja, wir können ihm jetzt die Gesundheit verbessern. Das müssen wir auch machen, um voranzuschreiten. Die beste Veränderung kann wesentlich sein. Weisheit gewinnt den Krieg. Okay, halt! Achtung! Das ist auf jeden Fall toll. Er kann Gegner in Brand stecken. Volk ausgelöscht haben, können wir vielleicht losziehen, um die Sterne auszulöschen. Vielleicht möchtest du dir diesen nicht gewinnbaren Krieg aus der Ferne ansehen. Spar dir deine Energie. Wir haben keine Sekunde zu verlieren. Genau, die Orks auslöschen. Noch weniger als er los. Nutzt die verfügbare Deckung. Gibt es Befehle? Mehr. Ich hoffe, es ist nicht sicher, aber ich werde durchhalten. Ja, so kommen wir eigentlich ganz gut voran bis jetzt. Ist ja auch nichts Schwieriges bis jetzt wirklich. Ich werde den Kampf mit mir bringen. Ihre Anzahl nützt denen nichts. Rasch, was soll ich tun? Geht mal da hinten in Deckung. Denn ihr werdet beballert. Rasch, was soll ich tun? Ich werde angegriffen. Und weg ist er. Infanterie von unseren Schultern geladen. Gut, bis jetzt nichts Besonderes. Deswegen habe ich auch nicht so viel zu sagen gerade, muss ich zugeben. Ah, unser erstes Gebäude. Das ist noch intakt. Schnell, wir müssen es aktivieren, um Verstärkung zu rufen.
Das sollten wir auch noch hinkriegen. Ich stimme zu. Eine gute Position. Das wird uns gehören. Was will ich zerstören? Erobert! Zerstören! So, wir haben ein Warp-Portal, da können wir Gardisten rufen. Einen Trupp bis jetzt, mehr Geld haben wir nicht. Wir sind versammelt. Der wichtigste Soldat unseres Kriegsheers ist der Gardist. Er liefert Feuerunterstützung, aber es hapert im Nahkampf. Auf dem Feld kann er weiter ausgestattet werden, um seine Vielseitigkeit auszubauen. Ja, Gardisten können Energieschilde einsetzen. So, brennt mal ein bisschen. Das Welt zerstört dieses Ziel. Gibt es wirklich? Ich bin unterwegs. Und jetzt werden wir wahrscheinlich gleich flankiert werden. Genau, da kommen die Plünderers. Ein direkter Angriff wäre hier vergeudete Energie. Schaut euch die Waffen an, die die Orks im Einsatz haben. Das Ziel gehört mir. Jo, in den Nahkampf mit dem Plünderers. Ich werde angegriffen. Sie sehen mich an. Ja, bis jetzt wirklich nichts Besonderes. Das muss das Fahrzeug der Freibeuter sein. Es ist erstaunlich, dass noch so viel davon intakt ist. Erstaunlich ist daran nur, dass so ein Ding überhaupt fliegen konnte. Schnell! Neutralisiert alle Orks und nehmt nur die wichtigsten Materialien. Wir müssen unsere Beweglichkeit aufrechterhalten. Ihr geht's! Wir bleiben euch, wenn ihr es berührt. Da bitt's gehören, der Boss! Okay, Orks, die sich mit Orks kloppen. Dann spring du mal. Hey, Flatsch. Okay. Sah schon mal recht beeindruckend aus. Hey, ein Gegenstand. Sehr schön. Aspektstein des Warpspinnenschreins erhalten. Okay. Klingt eigentlich schon nach so einer Einheitenfreischaltung. Das Orkschiff, ja. Sieht aus wie eine riesige Rakete irgendwie. Orkgeschütz zerstört. Und eine Rüstung erhalten, sehr gut. Können wir natürlich alles erst wieder nach der Mission ausrüsten, was klar ist. Bin jetzt unterwegs dorthin. Ich stimme zu. Eine gute Position. Okay, noch mehr Ochse. Da sind noch mehr Orks, die wieder einen Bunker besetzen. Ork eliminiert. Ich werde den Kampf. Kommandant, wir nehmen Schaden. Baut Orkschützen. Keine volle Salve. Und weg sind die Orks. Ja, Granaten über Mauer werfen, das kriegen wir auch noch hin. Und bumm. Ich gehe durch. Ich habe Ihre Aufmerksamkeit erregt. Sein Wissen wie ein Sturm kommt.
Jetzt noch den da ausschalten. Danke. Ihre Anzahl nützte ihnen nichts. Das Weltenschiff, wir fordern den Feind heraus. Wir stellen unseren Mut unter Beweis. So, Kisten. Gibt es wirklich? Holen wir ihn uns. Eine leichte Veränderung. Verstanden. So, jetzt können wir uns... Oh, wir kriegen ja eine umsonst. Von ihnen würde das feindliche Vorrücken verlangsamen. Von da aus werden unsere Waffen zur Schlagweite leiten. Oi, irgendwas ist da jetzt am Funkeln. Wir haben die Orks auf uns aufmerksam gemacht. Wir müssen schnell Verstärkung rufen. Ja, jetzt kommt wieder Stand Your Ground. Die Orks müssten gleich durchbrechen, ja. So, jetzt greifen sie von der anderen Seite an. Was soll ich tun? Ein Kampf steht möglicherweise bevor. Hier entlang. Und da kommt die nächste Welle. Sogar mit ein paar Stormboys, ey. So, jetzt kommt von der anderen Seite nochmal ein Haufen. Und da müsste jetzt was Böseres durchbrechen. Oh, Bosse. Yay, Bosse. So, da oben die Bosse tot machen. Sind erbarmungslos und launisch. Ich kann ihre Aktionen kaum noch vorhersehen. Hast du jemals zuvor gegen Orks gekämpft? Wenn wir noch länger hier bleiben, wächst nur ihre Anzahl. Der Weg ist offen. Zuerst kümmern wir uns um die Orks, dann machen wir weiter. Die Orks vorhersehen. Bin auf dem Weg. Wie drollig. Wir müssen die Verlorenen. Von da aus werden unsere Waffen zu schlagen. Eine leichte Veränderung. Unterwegs dorthin. Wir müssen die Verlorenen.